Hi und willkommen bei mir, Lurchi Nummer 1. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr reich werden könnt in GTA 5. Und zwar, indem ihr diese Easys hier dupliziert. Das Ganze für eine Kopie 2 bis 3 Minuten. Das heißt, innerhalb von einer Stunde könnt ihr richtig reich werden. Denn so ein Fahrzeug bringt euch nachher 1,8 Millionen GTA-Dollar, wenn ihr es verkauft. Also im Prinzip richtig lukrativ. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann lasst doch jetzt auf jeden Fall mal ein Like da, ein Abo für den Kanal und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, aktiviert doch die Kanalglocke. Als ersten Schritt macht ihr eine Sitzung auf für Spieler nur mit Einladung. Ladet euch einen Kumpel ein, denn das Ganze funktioniert leider nicht solo. Dann solltet ihr in einer 10er-Garage jede Menge Faccio-Roller drin haben. Nicht in der Biker-Garage. Es muss eine 10er-Garage sein, wo ihr die Faccio-Roller drin habt. Dann solltet ihr in der Basis das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt, drin haben. Und einen kostenlosen Elegy in eurem MOC. Wenn ihr diese Sachen parat habt, dann zeige ich euch jetzt, wie dieser Glitch funktioniert und wie versprochen. Eine Duplikation zwischen 2 und 3 Minuten. Dafür gebe ich euch mein Wort, das funktioniert tatsächlich. Und das Ganze funktioniert besser wie die aktuellen Money Glitches, die gerade auf YouTube rauf und runter laufen. Denn die, muss ich wirklich leider sagen, die sind richtig scheiße. Da, wo man das MOC einklemmen muss und so weiter und so fort. Selten so ein Rotz gesehen und funktioniert meistens eh nicht richtig. Dieser Glitch wiederum funktioniert immer. Wenn ihr jetzt mit eurem Kollegen in der Lobby seid, dann holt ihr euch jetzt euren Kollegen an die Arena. Der Kollege bleibt dann einfach mal hier stehen und ihr bestellt euch aus eurem MOC euren Elegy RH8. Natürlich bestellt ihr euch jetzt als erstes auch mal euer MOC. Meins müsste jetzt hier irgendwo in nächster Nähe irgendwo gespawnt werden. Und zwar, hier sieht man's. Genau, also MOC bestellen. Wenn das MOC gespawnt ist, dann den Elegy RH8, wo im MOC steht, den bestellt ihr euch dann als zweiten Schritt. Und dann kommt gleich der Part, was euer Kollege machen muss. Und das ist wirklich nicht viel. Das meiste, was er machen muss, ist eigentlich warten. Und wenn ihr euch bei dem Glitch abwechselt, dann seid ihr gleich beide steinreich. Deswegen, ein Freund, den hat ja meistens eh jeder. So, jetzt hier. Hier ist mein Elegy RH8. In den steigt ihr ein. Fahrt zu eurem Kollegen, der nach wie vor an eurer Arena steht. Ich muss erstmal hier den Passanten ein bisschen auf die Seite räumen. Einmal kurz noch Lester anrufen, weil der Kill hat mir leider die Cops gebracht. So, jetzt, ihr fahrt mit diesem Fahrzeug zu eurem Kollegen. Der Kollege steigt jetzt in euren Elegy ein. Wenn er da eingestiegen ist, achtet bitte drauf, dass der Fahrzeugzugang auf alle steht. Ihr seht jetzt hier, mein Kollege, der rutscht nicht auf den Fahrersitz rüber. Also muss ich da nochmal gucken, dass bei mir wirklich auch alles auf offen steht. Wobei das hier ja eigentlich der Fall ist. Warum er jetzt nicht rüberrutscht, ist mir gerade auch ein Rätsel. Aber beim zweiten Versuch hat es dann auch geklappt. So, er steigt ein. Er rutscht rüber. Perfekt. So, wenn ihr das dann soweit habt, dann lauft ihr jetzt zurück in eure Arena. Und jetzt kommt der Part, wo ihr euren Kollegen, der euch hilft, verglitschen müsst. Das Ganze ist wirklich brutal einfach. Und da müsst ihr auch wirklich nicht arg viel machen. Ihr lauft in eure Arena rein und bleibt einfach mal hier in nächster Nähe zu diesem Tor einfach stehen. Dann öffnet ihr euer Handy und sucht euch einen schnellen Job raus. Wie zum Beispiel Armdrücken, Dart, Golf, Tennis. Ich nehme ja immer Tennis. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht bin ich auch abergläubisch, keine Ahnung. Und dann geht ihr auf Alleine. Wenn ihr das gestartet habt, dann bestätigt ihr hier noch, bist du sicher. Und jetzt habt ihr rechts unten diese Anzeige auf Jobsuche. Und sobald hier drauf steht, Lobby wird gefüllt,
Dann ladet ihr euren Kollegen in die Arena ein. Und was dann euer Kollege machen muss, das zeige ich euch gleich. So, jetzt habt ihr gesehen, Lobby wird gefüllt. Jetzt lade ich meinen Kollegen ein und dann machen wir hier einen Switch zum Kollegen, damit ich euch zeigen kann, was er genau macht. So, das ist jetzt hier der Kollege. Er bekommt jetzt gleich die Einladung in die Arena. Bevor er die Einladung bekommt, geht er mit dem Cursor einmal auf euch, damit er euch beitreten kann. Also PlayStation-Taste drücken auf euren Namen. Dann hier einmal runter und auf Spiel beitreten. Hier, so, doppelt PlayStation-Taste zurück ins Spiel. Jetzt kommt gleich die Einladung, die ich euch aus der Arena ja schicke. Da ist sie. Jetzt macht ihr die mit dem Handy einmal auf, so dass ihr nur noch beitreten müsst. So, jetzt drückt ihr doppelt die PlayStation-Taste und drückt hier alles mit X durch. X, 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 alles was da kommt. Wenn das alles so funktioniert hat, dann hat der Kollege jetzt eine schwarze Minimap und ist verglitscht. Und wenn er verglitscht ist, dann steigt er jetzt draußen in euer Auto ein. Denn draußen steht ja jetzt der LG RH8. Ihr selber, ihr geht nochmal mit dem Handy auf Quickjobs drauf, damit hier mal das Ganze gestoppt wird. Aber ihr könnt jetzt hier sehen, der Kollege ist jetzt hier an meiner Arena, jetzt in meinen LG RH8 eingestiegen und da bleibt er jetzt drin sitzen. Und das war's eigentlich schon, was euer Kollege genau machen muss. Ihr selber steigt jetzt in irgendein Fahrzeug ein und drückt Steuerkreuz nach rechts. Dann werdet ihr gefreezed. Wenn ihr gefreezed seid, kurz die Optionstaste drücken, nochmal drücken und dann könnt ihr in der Arena fahren. Und wenn ihr das genau so habt, habt ihr alles richtig gemacht und jetzt könnt ihr anfangen zu duplizieren. Das heißt, ihr verlasst jetzt einmal eure Arena. Der Kollege, wie gesagt, sitzt draußen im LG RH8. Der muss nichts weiter mehr tun, als da einfach nur drin zu sitzen. Der Rest ist eure Sache. Hier sieht man's, der Kollege sitzt noch im LG. Ihr selber lauft jetzt an der Arena hier entlang bis zur zweiten Laterne. Oder zur ersten Laterne, das eine war ja eine Ampel. Bis hierhin. Und jetzt fordert ihr über euren Biker Club einen Faccio-Roller an. Denkt dran, der Faccio-Roller muss aus einer 10er-Garage sein. Er darf nicht aus dem Biker Club sein. Wenn ihr ihn angefordert habt, werdet ihr feststellen, dass dieser Faccio-Roller nie gespawnt wird. Wenn ihr das gemacht habt, lauft ihr ganz einfach zurück in eure Arena. Und jetzt, als nächsten Schritt, müsst ihr euer Fahrzeug aus dieser Arena wieder rausglitschen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch. Das ist brutal einfach. Und zwar, wir laufen jetzt einmal vor zu diesem Fahrzeug, was wir duplizieren möchten. Das war ja hier dieser Easy. Einfach einsteigen und Gas geben. Den Easy, den fahrt ihr jetzt da vorne ganz einfach an das Tor so hin, dass er mit einem weiteren Auto den Easy blockieren könnt. Ungefähr so. So, jetzt sucht ihr euch irgendein Fahrzeug, das ist wirklich total egal welches, so dass ihr die Türe vom Fahrzeug blockiert. Ich nehme jetzt gerade hier das nächste Fahrzeug, fahrt einfach so an die Türe hin und jetzt testet ihr, ob ihr da rein switcht, wenn ihr Dreieck drückt oder nicht. Bei mir ist es jetzt nicht der Fall, er switcht nicht rein, deswegen ich platziere das Auto jetzt nochmal um. Ich denke, wenn ich rückwärts hinfahre, ist es wahrscheinlich besser. Weil dann ist mehr Fläche an der Tür. Einmal rückwärts hier so dagegen. Perfekt. Jetzt müsste das Ganze funktionieren. Dreieck drücken und reinspringen. Seht ihr? Genau das brauchen wir. Jetzt lauft ihr an das Tor, geht auf Arena verlassen und drückt X und Dreieck gleichzeitig. So, dann passiert Folgendes. Ihr werdet draußen gespawnt. Und jetzt achtet mal auf mein Kennzeichen. Der Kollege steigt jetzt aus dem LG aus und bei mir ändert sich das Nummernschild. Perfekt. Das heißt, ihr habt eine saubere Kopie und benötigt kein iFruit-Kennzeichen. Das ist noch der Bonus hierzu. So, und mit dieser Kopie
fahrt ihr jetzt zu eurem MOC und fahrt einfach hinten rein und damit hat sich's. Duplikation abgeschlossen. Wer zum Beispiel den Weg bis dahinter zum MOC sich sparen möchte, ihr könnt natürlich auch das MOC direkt an die Arena fahren, dann habt ihr es nicht so weit. Hier einfach hinten an den Anhänger ranfahren, reinfahren und das ist eure Duplikation. Fertig. Und jetzt zeige ich euch den zweiten Durchlauf, wenn ihr weiter glitschen wollt. Und zwar, ihr steigt in das gerade eben duplizierte Fahrzeug ganz einfach wieder ein. Wie gesagt, ihr könnt euch auch das MOC weiter vorne an der Arena platzieren, dann müsst ihr hier nicht immer so weit fahren, dann spart ihr da auch nochmal Zeit. Aber an der Stelle, in dem Fall, ist es ja jetzt kurz egal, weil wir machen jetzt einfach mal weiter. Ihr fahrt das Duplikat zu eurem Kollegen und dieser soll jetzt hier einmal einsteigen. Und wie gesagt, nur dieser Schritt wird jetzt immer wiederholt. Immer dieser Schritt wird jetzt wiederholt. Ihr geht rein in eure Arena. Und dann müsst ihr eigentlich nur euren Glitch kurz neu aktivieren. Und das ist brutal einfach. Aktivieren heißt, steigt in irgendein Fahrzeug ein, drückt Steuerkreuz nach rechts, werdet gefreezed, Optionstaste zweimal drücken und dann einfach fahren mit dem Auto. Am besten könnt ihr gleich ganz vor bis ans Tor fahren, weil ihr verlasst die Arena jetzt sowieso wieder. Und das war's. Draußen angekommen, lauft ihr jetzt wieder zu der zweiten Laterne und bestellt euch einen Faccio-Roller. So, draußen angekommen. Na doch, es ist tatsächlich eine Laterne. Ich dachte, es wäre nur eine Ampel. Also, erste Laterne, zweite Laterne. Dieser Abstand reicht vollkommen aus. Und nun mit dem Biker Club den nächsten Faccio aus einer 10er Garage bestellen. Dieser wird natürlich nie geliefert, so wie gerade eben auch schon. Und jetzt zurück in die Arena. Und auch hier wiederholen wir jetzt den Schritt mit unserem Fahrzeug, was wir duplizieren möchten. Wer keinen Easy zum Beispiel hat, der könnte jetzt auch einen LG Retro Classic zum Beispiel nehmen. Der bringt auch mehr Geld. Zwar nicht so viel wie der Easy, aber falls ihr keinen Easy habt. Alle Fahrzeuge von Bennys zum Beispiel, die könnt ihr alle verwenden für diesen Glitch. Was ihr auf keinen Fall duplizieren dürft, das sind Supersportfahrzeuge, weil die könnt ihr in Customs nicht verkaufen. Aber der Easy, der bringt halt eben doch noch am meisten Knete, wenn dieser voll aufgetunt ist, bringt er halt doch 1,8 Millionen GTA-Dollar. Und bei diesem Glitch, so schnell wie ihr die Duplikationen machen könnt, da habt ihr halt wirklich ratzfatz 10 Duplikate. Und wenn wir jetzt 1,8 mal 10 nehmen, dann haben wir 18 Millionen GTA-Dollar. Und das Ganze geht halt auch wirklich schnell. Ihr seht, das ist jetzt hier alles Wiederholung. Ich komme jetzt draußen mit dem Fahrzeug an. Ich fahre zum Kollegen, sage ihm, einmal aussteigen bitte. Ihr achtet wieder auf das Kennzeichen, dieses wird sich jetzt ändern. Und wir haben eine saubere Kopie. Wenn ihr euer MOC jetzt hier irgendwo hingestellt habt, könnt ihr jetzt direkt reinfahren. Ich persönlich, ich habe das jetzt hier einfach verpennt und fahre den Weg jetzt halt hier nochmal nach hinten. Aber das sind die Schritte, die wiederholt ihr jetzt immer wieder. Das, was am längsten dauert an der Sache, ist das Rein- und Rauslaufen an der Arena. Das Schöne ist hier, dieser Glitch funktioniert immer. Nicht wie der aktuelle Money-Glitch, der überall hochgeladen wird, denn dieser, könnt ihr ja mal in die Videokommentare schreiben, ich finde ihn scheiße. Er funktioniert nicht immer, er ist kompliziert, man muss sein MOC da irgendwo in irgendeinen Scheiß reinklemmen und es ist einfach nur zum Kotzen. Klar, das ist Solo, aber die Zeit, wo ihr dazu benötigt, hättet ihr mit diesem Glitch schon bestimmt 10 Easys mehr dupliziert in der gleichen Zeit als mit dem aktuellen Money Glitch. Deswegen schreibt es mal in die Videokommentare, ob ihr es genauso seht wie ich. Ich würde sagen, dieses Video ist nun zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, ein Abo für den Kanal, wenn ihr möchtet. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Luigi Nummer 1. Ciao.